Lampen und Säulen auch nochmal. Ja, das bringt alles so einen so kleinen krammäßigen Eindruck. Da freuen sich die Leute dann. Und hier auch. Erhöht sogar, die Lampen erhöhen sogar die Produktivität. Sah zumindest so aus. Hier nochmal ein Lampi. Ein paar Lampen, Jungs. Ja, und dann, ach komm, hier auch nochmal. Ich habe noch relativ wenig Zielelemente. Dabei bringen die auch uns eine ganze Menge. Hier auch noch, komm. Zack. Friedhof haben wir, aber ein Altersheim ist ja dann doch nochmal was anderes. Altenheim. Oder Altersheim heißt es sogar. Passt das denn wenigstens hier hin? Nein, natürlich nicht. Aber ich will hier nicht noch ein Gebäude abreißen. Oder eine zweite Reihe hier. Ist doch auch schön. Häuser? Die werden so. Diese Würmer bald nicht mehr brauchen. Wunderbar. Hier noch ein Weg rüber, weil es schön aussieht. Und was haben die denn? Wir haben nur einen Töpfermarkt bisher und nur einen Pflanzenmarkt. Ist ja wenig. Pflanzen, wo bist du denn? Pflanzenmarkt. Statuenmarkt haben sie zwei. Ach, guck mal, das. Ach nee, doch nicht. Wo ist denn der Pflanzenmarkt? Wahrscheinlich habe ich gerade Talent dazu, den zu übersehen. Fruchtbarkeitsstatue auf jeden Fall. Hier noch eine hin. Und hier unten auch noch eine hin. Weil toll. Und ach komm, hier auch noch eine hin. Hier ist zwar eine Kinderkrippe, aber macht dir nichts. Namensbrunnen habe ich auch nur einen. Ich habe so viel, so wenig Verzierung. Gerade hier oben kann auch noch was hin. So, wunderhübsch. Ach ja, ist das schön. Dort macht das Dorf hier. Die wollen auch irgendwas haben. Die wollen Fortpflanzung haben. Ja, können. Ich meine, da ist ja jeder selber für zuständig eigentlich. Wie viele Menschen wohnen hier? Wahrscheinlich nicht sonderlich viele. 20 oder so. Ja, 25 fast. Ich hole hier nochmal ein paar Leutchen her, dass sie hier auch ein bisschen wohnen können. Ja, damit die auch was zu tun haben da. Das lädt sich. Oh, das sieht schon gut aus. Ist nicht verkehrt. Ja, Leute, kommt mal aus euren Häusern raus. Huch, ah, nein, das wollte ich gar nicht. Nein, das wollte ich gar nicht. Habe ich aus Versehen einen geschlagen. Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte noch die Quest da hinten machen. So, und von euch dürfen die Damen? Ja, oder so. Du darfst Brüterin werden. Du darfst auch Brüterin werden. Und zwar möchte ich diese Quest hier hinten noch einmal machen. Und was heißt noch einmal? Ich möchte die überhaupt machen. Zack. Heute suchen wir die Ruinen von Zantora. Meinen Berechnungen zufolge müssten sie auf dieser Insel sein. In der Nähe des Lagers ist eine alte Rune versteckt. Sie führt uns direkt zu dem mystischen Gebäude. Machen wir uns auf die Suche. Ich glaube, die erste Rune ist ganz in der Nähe. Okay. Und was sollen wir da jetzt machen? Das werden wir wahrscheinlich gleich herausfinden. Wenn du den Boden um das Lager sauber machst, findest du sie vielleicht. Ah ja. Soll ich jetzt hier aufräumen oder was? Ein bisschen fegen? Feg. Geht das so? Sie muss ganz in der Nähe sein. Das heißt, sie muss ganz in der Nähe sein. Ich hoffe mal, das geht so. Oder ich stelle mich gerade doof an. Kann ja auch sein. Ja. Aber nicht, dass ich hier ein paar Leute erschlage. Das will ich ja auch nicht. Obwohl, es geht gar nicht, wie ich sehe. Das ist schön. Einmal hier ein bisschen... einen kleinen Pinsel auspacken. Ein bisschen wedeln. Nur irgendwie kommt da gerade nichts. Oder ich stelle mich nur zu doof an. Kann natürlich auch sein. Aber glaube ich nicht. So weit kommt es noch. Ich und zu doof anstellen. Haha. Ach, so sieht das aus. Hier kann man die Oberfläche richtig schön freischubbern. Aber trotzdem ist es gerade nicht sonderlich Erfolg verheißen. Vielleicht mache ich es nicht richtig hoch. Da habe ich mich verklickt. Und der Stein kommt weg.
Na, weg mit dir, Stein. Ich möchte dich nicht. Ich möchte keinen Stein. Pam, du auch. Helpa, ins Wasser. Ich hoffe, ich mach's nicht falsch. Es wäre jetzt ein bisschen peinlich, wenn ich hier die ganze Zeit... wenn er sagt, die muss ganz in der Nähe sein. Die zeigen da schon so auf den Boden hin. Na, schon wieder falscher, hier Dingens. Maustaste. Ist da was im Boden? Wie mache ich das denn? Oh! Da! Ah! Ein antiker Text. Ich übersetze. 200 Gramm Mehl, da 500 steht, Gramm Zucker. Also. Am Fuß des einsamen Baumes. Was bedeutet das nur? Dass der Baum Füße kriegen muss. Am Fuß des einsamen Baumes. Hier ist nur ein einsamer Baum. Vermuten wir mal den hier. Aha, so sieht das aus. Aha. Wir haben sie gefunden. Kommt, ich übersetze. Da steht, wenn die Sonne schläft, birgt der einsame Fels den Schlüssel. Murmel. Ihr sollt jetzt nicht Murmeln spielen. Der einsame Fels, wenn die Sonne schläft, das heißt, wo ist denn der einsame Fels? Ist das der hier? So wollen wir mal die Sonne schlafen lassen. Fump. Ich guck mal. Oder habe ich den Fels jetzt schon verschoben? Das wäre nicht so toll. Der einsame Fels, hier gibt es keinen einsamen Felsen. Die habe ich alle schon weggeschubst aus Versehen. Also, halb aus Versehen. Das ist ja blöd. Das heißt, ich müsste hier einmal auf der Suche einfach bleiben in der Gegend. Wo ist der einsame Fels? Ja, das ist interessant. Ich meine, ich... Ja. Hätten wir nicht einfach ein Staubtuch hier mitnehmen können? Ich glaube, das wäre effektiver. Der einsame Fels. Haben wir hier so einen richtig einsamen Fels? Also ne, so ein Forever Alone Fels? Oder ist es der hier? Nein, offenbar nicht. Ist ja blöd. Ich will jetzt nicht hier den ganzen Bereich hier absuchen, weil hier irgendwo mal ein Fels gelegen haben muss. Den wir gerade schon weggeschubst haben. Der einsame Fels. Oder ich höre mir es nochmal an, wenn das geht. Na. Sag mir nochmal. Wir haben, wenn die Sonne schläft, birgt der einsame Fels den Schlüssel. Wenn die Sonne schläft. Ich meine, das muss ja irgendwo hier in der Gegend sein, glaube ich. Oder ist es nicht der einsame Fels, hier ist eher ein Tempel. Ich meine, kann das hier hinten irgendwo sein? Der einsame Fels. Da fällt es mir nicht so leicht, hier das zu finden. Wenn die Sonne schläft, ja. Oder soll die ganz schlafen? Schlafen. Ich meine, es ist ja nicht die Sonne, der wir da befehligen, was sie zu tun hat. Und ich weiß auch gar nicht, wie schnell das reagiert hier vom Boden. Ob da man tatsächlich ganz viel immer hin und her schieben muss. Oder ob das nur ein bisschen reicht. Ich meine, es wäre ja gemein, wenn das so viel wäre. Voll gemein. Während hier einmal alles durch die Gegend fliegt. Ich könnte das natürlich später noch einmal ganz heimlich irgendwo nachschauen. Aber ich meine, ich will das ja selber herausfinden, wo man das dann finden kann. So ist ja nicht. Der einsame Fels. Ich meine, es gibt schon so einen Hinweis hier, aber dann...
Wahrscheinlich verbaue ich mir die ganzen anderen Hinweise auch gerade, weil ich die ganzen Zäune und sowas durch die Gegend schubse. Weil ich meine, Zäune, die waren ja sowieso nicht von Anfang an da. Von daher darf das kein Hinweis sein. Der einsame Fels. Wahrscheinlich bin ich komplett falsch. Ich mache es jetzt einmal großflächig hier mal überall ein bisschen drauf rumreiben. Wahrscheinlich haben wir hier ein komplett abgetragenes Gebiet nachher. Ahaha, guck mal, da unten. So muss es sein. Ist das der einsame Fels? Ja, wir nähern uns dem Ziel. Mal sehen. Finde den Punkt zwischen den Aufgaben. Ein schwieriges Rätsel. Zwischen den Aufgaben. Zwischen den Aufgaben? Zwischen den Aufgaben. Vielleicht hieß das ja irgendwo dazwischen. Ja, das muss ja irgendwo auf dieser Insel sein, ne? Sonst wäre das ja gemein. Zwischen den Aufgaben ist eigentlich... Was war jetzt denn? Ach, guck mal, wir haben 500 Einwohner erreicht. Deswegen haben wir 20.000 Tribut erhalten, die wir wieder sinnvoll investieren können oder auch sinnlos, je nach Freude. Zwischen den Aufgaben. Welche Aufgaben meint der denn? Irgendwas hiervon? Ich meine, die Dinger erscheinen ja erst nachdem quasi deaktiviert waren fürs nächste Mal zwischen den Aufgaben. Da fliegt der nächste Fels weg. Den kann ich auch überhaupt nicht bewegen. Das ist gut. Hätte ich mal auch früher drauf kommen können. Sonst wäre es ja gemein gewesen. Wo ist denn... Was meint denn zwischen den Aufgaben? Oder na, nochmal ansehen. Zwischen... Ja, der Punkt zwischen den Aufgaben. Ja, was heißt schwierig? Ist halt eine Fleißarbeit. Oder man könnte es auch sicherlich mit Nachdenken lösen. Ich meine, wenn man so eine schöne Hand hat, dann fuchtelt man doch einfach mal mit rum. Ist doch auch fein. Zwischen den Aufgaben. Ich weiß doch gar nicht, wie dicht die Dinger beieinander sein können, hier die Symbole auf dem Boden. Sonst könnte ich ja einige Bereiche ausschließen. Huch. Das heißt, zwischen den Aufgaben, wo ist denn das nächste dann? Ja, da sind ja auch noch andere Aufgaben, aber... Eigentlich kann sich das ja nur auf die Aufgaben hier beziehen. Ich weiß es gerade mal nicht, ne? Falls man das merkt. Huch, ach Mann, blöde rechte Maustaste, ich komme da immer drauf. Ich meine, die Maus ist schön, aber meine Hand wahrscheinlich zu klobig dafür. Ja, was heißt zu klobig? Ich habe die Handhaltung etwas, manchmal etwas gemütlicher da drauf und dann passiert das halt mal, dass ich klicke. Ach Mensch, kann das jemand was kommen bald? Wahrscheinlich bin ich gerade komplett in der falschen Gegend unterwegs. Weiß man nicht. Ich sehe hier auch keinen einzigen Schimmer davon. Falls man das nicht erkennen sollte. Falls ihr einen seht, dann sagt Bescheid. Ah, zwischen den Aufgaben. Zwischen den Aufgaben, alles klar. Man muss sich nur Mühe geben. Da. So, endlich mal. Boah, wie lange das dauert. Das ist die letzte Rune. Sie weist uns den Weg zur Ruine. Folgt mir. Ja, warte. Aha, ich verstehe. Aha. Wir sind da. Die Ruinen müssen unter diesen Felsen sein. Wir brauchen die Kraft der Götter, um sie freizulegen. Jetzt war alles umsonst. Ihr könntet diese Felsen bewegen, Herr. Wieso untersucht eigentlich niemand die Ruinen? Jetzt möchte ich mich gleich rumweinen. Ich glaube, ich hätte denen auch sagen können, dass
hier ein Tempel ist. Ich meine, das ist ja auch ganz total unauffällig hier. Ja, räumen wir es eben frei. Guck mal, hier, Steine wegbewegen. Das kann ich. Na, das kann ich anscheinend nicht. Na, einen noch. Hupp. So, gleich viel besser. Oh, ist das schön. Da ist sie. Die Ruine von Zantora. Ich fasse es nicht. Mein Lebenswerk ist erfüllt. Dann können wir ihm jetzt ja den Rest geben, Boss. Gut gemacht, Herr. Die archäologische Gemeinde wird stolz auf euch sein. Ja, das habe ich doch gerne. Wenn das Lebenswerk war, ne, dann hat der ja ein besonders spannendes Leben gehabt.